Wir haben noch einen Redner hier und ich bin ziemlich froh, den anzukündigen. Das ist Sascha Stanicic. Er ist Bundessprecher der Sozialistischen Alternative. Er ist Mitautor des Buches Brandstifter, was im Manifestverlag erschienen ist und was ihr unten am Büchertisch holen könnt. Und ich habe ihn vorher gefragt, was ich noch dazu sagen soll zu ihm. Er hat gesagt, eigentlich reicht das schon. Wir können noch wenig mehr erzählen, glaube ich, aber das übernimmt er, denke ich, jetzt selbst. Insofern freue ich mich jetzt auf Sascha Stanicic. Ich habe dem Steve gesagt, er soll sagen, dass ich sein Buddy bin. Aber liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ich denke, ihr seid auch alle unglaublich erleichtert und glücklich, dass diese 6 schrecklichen Monate ohne eine neue Regierung endlich vorbei sind, dass wir endlich wieder eine Situation haben, in der sich der Volkswille durch demokratische Wahlen durchgesetzt hat und die Regierung der Wahlverliererinnen und Verlierer gebildet wurde. Aber gibt es jemanden hier, kann sich hier jemand vorstellen, dass die tatsächlich Betroffenen, also die Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die Krankenschwestern, die Patientinnen und Patienten, einen Pharma-Lobbyisten zum Gesundheitsminister gewählt hätten? Gibt es hier jemanden, der sich vorstellen kann, dass die Millionen klein... Millionen kleine Kontoinhaber einen Manager von Goldman Sachs ins Finanzministerium geholt hätten? Oder kann sich hier jemand vorstellen, dass bei demokratischen Wahlen eine neue Spitze des Innen- und jetzt hier Heimatministeriums zusammengekommen wäre, die rein männlich besetzt ist? Ich glaube, diese 3 Beispiele, die zeigen, dass hinter der demokratischen Fassade dieses Kapitalismus Strukturen bestehen, in denen immer die Reichen und Mächtigen den Zugang zu den tatsächlichen Schaltheben der politischen Macht sich sichern können. Und diese Leute haben ja manchmal lichte Momente und manchmal sagen sie ein wahres Wort. Und unser neuer Heimatminister Horst Seehofer hat vor ein paar Jahren mal Folgendes gesagt: Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Wahre Worte. Wir haben die Themen Repression und Demokratie heute Abend in den Mittelpunkt von der Auftaktveranstaltung dieser Sozialismustage gestellt, weil es international eine Zunahme gibt von autoritären Regierungen, vom Abbau demokratischer Rechte, von Diskriminierung, von Militarisierung. Und das ist die eine Seite der Medaille eines krisenhaften, auf Konzernmacht und Profitgier basierenden kapitalistischen Systems. Und zu dieser Seite der Medaille gehört auch die Stärkung rassistischer und menschenverachtender Kräfte wie der AfD und Rechtspopulisten international. Und die andere Seite dieser kapitalistischen Medaille ist die wachsende Not und Armut global, aber auch hier in Deutschland, trotz Wirtschaftswachstum, trotz Haushaltsüberschüssen, Altersarmut, unerträglicher Arbeitsdruck, Niedriglöhne, Unsicherheit, was die Zukunft bringen wird. Bei 18- bis 25-jährigen Menschen in diesem Land haben zwischen 2005 und 2016 Depressionserkrankungen um 76% zugenommen. Ein krankes System macht die Menschen krank. Und das ist eine Anklage gegen ein System, das uns immer weniger Mensch sein lässt und immer mehr zum reinen Funktionieren zwingt und gleichzeitig die soziale Sicherheit und Zukunftsperspektiven nimmt. Und diese große Koalition wird an all dem nichts ändern. Das ist eine Regierung des Weiter-so. Und auch wenn sie sich im Moment nicht traut, größere Angriffe auf die sozialen Sicherungssysteme und Arbeitnehmerrechte anzukündigen, weil sie weiß, dass sie eine schwache Basis in der Gesellschaft hat, wird sich das mit einer Veränderung der ökonomischen Lage auch wieder ändern. Und jetzt tönen vor allen Dingen die SPD-Vertreterinnen und Vertreter dieser Regierung, es gäbe alle möglichen tollen sozialen Verbesserungen. Aber wenn man sich die genau anschaut, dann sieht man, dass die nicht mal der berühmte Tropfen auf den heißen Stein sind. In Deutschland fehlen 40.000 Stellen in den Altenheimen. Die Große Koalition will jetzt 8.000 neue Stellen schaffen.
0,6 Stellen pro Einrichtung. Der Kampf gegen Altersarmut soll darin bestehen, dass die Mindestrente von jetzt 416 Euro plus Miete auf 447 Euro plus Miete angehoben wird. Also ich sehe schon, wie in den Altenheimen, in den Seniorenheimen, die Sektkorken knallen und die Mittelmeerkreuzfahrten gebucht werden. Das ist aber eigentlich zu ernst und Witze darüber zu machen. Heute schon lebt in diesem Land jeder sechste Rentner und jede sechste Rentnerin in Armut. Und das Vorhaben, diese Mindestrente jetzt um Hartz IV plus 10% zu erhöhen, das ist nicht das Ende von Armut, sondern das ist eine einfache Fortsetzung von Armut und ist ein Hohn für all die Menschen, die davon betroffen sind. Viele von diesen Menschen sind mit Krankheiten und Altersleiden konfrontiert, die in dem heutigen Gesundheitssystem für sie auch noch zusätzlich Geld kosten. Meine Mutter ist 89 Jahre alt und leidet an schweren chronischen Krankheiten. Sie muss im Monat bis zu 200 Euro aus eigener Tasche zahlen, um die Heilmittel und Medikamente, die nicht von der Kasse übernommen werden, sich kaufen zu können. Dann hat sie vor ein paar Wochen einen Anruf von der Krankenkasse bekommen, die gesagt haben, sie kriegen zu viele Medikamente. Diese Wirkung ist ja überhaupt nicht klar. Wir müssen das jetzt mal überprüfen und wir stellen mal in Frage, dass sie die Medikamente überhaupt weiter bezahlt bekommen. Und das ist Ausdruck von dem, was die Krankenschwester Jana Langer in ihrem kürzlich geschriebenen offenen Brief an den neuen Gesundheitsminister Jens Spahn als menschenunwürdiges Gesundheitssystem bezeichnet hat, in dem die Nutznießer Aktionäre und Einrichtungsleiter sind und weder Patienten noch Heimbewohner profitieren. Und dieser Jens Spahn hat in einer Videobotschaft auf diesen offenen Brief reagiert. Und ich muss sagen, wenn ich diesen Namen schon höre, muss ich mich zusammenreißen, um nicht ausfällig zu werden. Kriege ich wirklich einen Hals? Weil dieser Kerl an Arroganz und Überheblichkeit wirklich nicht zu überbieten ist. Entschuldigt meine Worte, aber Rosa Luxemburg hat ja gesagt, die revolutionärste Tat ist das auszusprechen, was ist. Was für ein Arschloch. Ja. Alle Ernstes hin und sagt, man müsste ihm jetzt mal etwas Zeit geben. Man könne auch nicht alle Probleme sofort lösen. Und in ein, zwei Jahren wolle er dann zusammen mit der Jana Langer Bilanz ziehen, ob sich denn etwas verbessert hat. Als ob die Welt auf Jens Spahn gewartet hätte und als ob seine Partei nicht 13 Jahre lang dieses Gesundheitsministerium geführt hätte und die Möglichkeit gehabt hätte, die Verhältnisse zu verbessern. Aber eins ist interessant an dieser ganzen Geschichte, nämlich dass er zugestehen muss, dass die Zustände in den Krankenhäusern verbessert werden müssen. Und das ist neu. Und das ist Ergebnis des Drucks und der Streiks von Krankenhausbeschäftigten in der ganzen Republik. Und vor allen Dingen angefangen mit den Kolleginnen und Kollegen an der Berliner Charité, wo auch SAV-Mitglieder eine wichtige Rolle in den letzten Jahren gespielt haben, diesen Kampf auf den Weg zu bringen, die Stimme zu erheben für mehr Personal in den Krankenhäusern und einen bundesweiten Flächenbrand zu ermöglichen. Und diese Kolleginnen und Kollegen, das sind wirklich die wahren Helden der Republik und an ihrer Seite stehen wir in ihren Kämpfen. Aber es gibt wirklich keinen Grund, dass wir uns jetzt von Herrn Spahn vertrösten lassen. Geld ist genug da, die Missstände sind bekannt und die Konzepte für bedarfsorientierte Personalbemessung liegen auf dem Tisch. Und wenn wir es in den Händen von Herrn Spahn lassen, wird sich nichts ändern. Denn die einzige Sprache, die diese Herren verstehen, ist der Druck der Straße und wie Sonja gesagt hat, der Druck durch Streiks Profite zu verlieren. Und deshalb müssen die Streiks und die Kampagnen wie die Volksbegehren in Berlin und Hamburg für mehr Personal in den Krankenhäusern weitergehen. Deshalb müssen die Streiks durch Verdi ausgeweitet und bundesweit koordiniert werden, bis wir tatsächlich Tarifverträge und Gesetze für mehr Personal in den Krankenhäusern durchgesetzt haben. Und ich denke, ein Gruß sollte an die Hamburger Genossinnen und Genossen und Kolleginnen und Kollegen gehen. Die haben sich ein Ziel gesetzt, als sie am 8. März ihr Volksbegehren gestartet haben. Das haben wir im SAV-Büro diskutiert und haben gesagt, na, ob das mal gut geht. 10.000 Unterschriften in 3 Wochen. 27.000 Unterschriften für mehr Personal in den Krankenhäusern in 3 Wochen haben die Hamburgerinnen und Hamburger. Und jetzt
jetzt beginnt der Funke überzuschlagen. Es sind nicht nur die Krankenhäuser, in denen unerträgliche Arbeitsbedingungen herrschen. Und der Funke ist übergeschlagen in Berlin. Die Feuerwehrleute Berlins haben eine Kampagne unter dem Titel Berlin brennt gestartet und haben auch den Kampf für mehr Personal aufgenommen. Und wir senden ihnen solidarische Grüße und werden auch an ihrer Seite in ihren Kämpfen stehen. Dieser unsägliche Jens Spahn steht aber auch für etwas, was diese große Koalition prägen wird. Nämlich den Versuch von Teilen von CDU, CSU, die von Alexander Dobrindt geforderte konservative Revolution auf den Weg zu bringen. Das erste Statement von Horst Seehofer kam einer Kriegserklärung gegen die in Deutschland lebenden Muslime und Muslimas gleich. Spahn verhöhnte Erwerbslose und vergleicht Schwangerschaftsabbruch mit Tierquälerei. Seehofer will jetzt die Daumenschrauben gegen die Geflüchteten weiter anziehen, die in zentralen Aufnahmelagern von der Gesellschaft isolieren und schneller abschieben. Der Rüstungsetat wird erhöht und die Waffendeals mit der Türkei gehen weiter, wo Deutschland damit eine direkte Verantwortung für den Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden trägt. Und um das an dieser Stelle deutlich zu sagen, wir haben sicherlich von der SAV einige Meinungsverschiedenheiten mit der PKK und der JPG. Aber wir stehen solidarisch an der Seite der Kurdinnen und Kurden in ihrem Kampf für Selbstbestimmung und fordern die Aufhebung des PKK-Verbots, des Verbots der kurdischen Symbole und ein Ende der Waffenlieferungen an die Türkei. Liebe Genossinnen und Genossen, es kann kein Zweifel daran bestehen, dass diese große Koalition Deutschland zu einem rassistischeren, militaristischeren und undemokratischeren Land machen wird. Und ein Blick auf das neue Polizeigesetz in Bayern zeigt, wo die Reise hingehen soll. Da wird ein Gesetz beschlossen, das geht gerade im Eilverfahren durch den Landtag, in dem die Polizei wirklich mit absoluter Narrenfreiheit ausgestattet wird und geheimdienstähnliche Kompetenzen bekommt. Da darf die Polizei in die persönlichsten Privatsphären der Bürgerinnen und Bürger schnüffeln. Sie darf in Zukunft mit falschen Namen in Chats eingreifen. Sie darf Wohnungen abhören und das alles nur auf der Basis von Verdachtsmomenten. Auf der Basis davon, dass sie selbst Leute als Gefährderinnen und Gefährder einstuft. Es ist nicht, es ist zu erwarten, dass Seehofer auch auf Bundesebene eine solche Gesetzgebung plant und angehen wird. Und das folgt jetzt aber Verschärfungen des Versammlungsrechts, der teilweisen Aufhebung des Aussageverweigerungsrechts, des Ausbaus der Geheimdienste, was wir in den letzten Jahren schon gesehen haben. Und wir erleben gerade den Ausbau eines Polizei- und Überwachungsstaates, der mit dem Kampf gegen den Terror begründet wird, der aber in Wirklichkeit zum Ziel hat, sich auf zukünftige Proteste von Arbeiterinnen und Arbeitern, sozialen Bewegungen vorzubereiten. Einen Vorgeschmack davon haben wir beim G20-Gipfel gesehen, wo Polizei und Staat einen Aufstandsbekämpfungstest durchgeführt haben und wo der jetzt neue Vizekanzler und damaliger erste Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz, trotz unzähliger Gegenbeweise behauptet hat, es habe keine Polizeigewalt gegeben. Jetzt fällt mir auf, dass ich noch nichts zur SPD gesagt habe. Vielleicht, weil angesichts der Politik und der Performance der SPD einem da immer mehr die Worte fehlen. Aber was doch jetzt klar geworden ist, ist, dass das ganze Gerede von der Erneuerung der SPD sich als eine Nebelkerze entpuppt hat. Eine Erneuerung durch Andrea Nahles und Olaf Scholz ist ungefähr so, als wenn der Hamburger Sportverein jetzt versuchen würde, mit Uwe Seeler noch den Klassenerhalt zu schaffen. Es haben nicht so viele gelacht, das zeigt, dass es viele junge Leute hier gibt, die Uwe Seeler nicht kennen. Genossinnen und Genossen, eine Fortsetzung dieser großen Koalition kommt auch einem Aufbauprogramm für die AfD gleich. Weil sich berechtigterweise immer mehr Menschen zu Recht verarscht, verraten und verkauft fühlen. Das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids ist aber auch eine Antwort auf all diejenigen in der Linkspartei, die denken, Rot-Rot-Grün sei der Weg, um etwas zu verändern. Und die Tatsache, dass der Beschluss für die Große Koalition, beziehungsweise nach dem Beschluss für die Große Koalition, keine relevanten Kräfte dieser SPD verlassen haben, ist eine Antwort auf Sarah Wagenknechts Idee einer Sammlungsbewegung mit Kräften aus SPD und Grünen.
Kevin Kühnert, dieser Spitzenmann der No-GroKo-Kampagne, hat ja nach dem Beschluss der Mitglieder gesagt, aus der SPD tritt man nicht aus, aus der SPD stirbt man raus. Nun ist der Mann ja noch jung und seine Partei macht wirklich gerade alles, dass sie vor ihm das Zeitliche segnet. Und wir werden dieser Partei keine Träne nachweinen. Das Tragische ist ja, dass, und da hat Sarah Wagenknecht recht, dass von den 10 Millionen Wählerinnen und Wählern, die der SPD den Rücken gekehrt haben, nur 2 Millionen bei der Linken gelandet sind. Das Tragische ist auch, dass die Linke es immer noch nicht schafft, die vielen Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu mobilisieren. Aber die entscheidende Frage ist ja, warum ist das so? Hat das nicht vielleicht vor allem etwas damit zu tun, dass große Teile der Partei und Fraktionsführung die letzten Jahre damit verbracht haben, zu versuchen, bei jeder Gelegenheit SPD und Grüne von den Vorzügen einer gemeinsamen Koalition zu überzeugen? Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass die Menschen in Berlin und Brandenburg und Thüringen die Erfahrung gemacht haben, dass die Linke da in Landesregierungen eintritt und sich im besten Fall nichts substanziell ändert und im schlechten Fall dann mit links geflucht wird? Musste es da nicht dazu führen, dass ein großer Teil der Bevölkerung, vor allem die Abgehängten und an den Rand der Gesellschaft Gedrängten, den Eindruck bekommen, die Linke ist nur der linke Teil des Establishments? Und wer jetzt wie Benjamin Hoff, mit dem wir ja am Sonntag hier eine sicherlich spannende und kontroverse Debatte führen werden, weiter an Rot-Rot-Grün als Zukunftsmodell festhält, der leidet meiner Meinung nach wirklich an Realitätsverlust. Aber wer wie Sarah Wagenknecht meint, die Haltung der Linken zu Migration sei der Grund für diese Situation, und wer denkt, die Partei müsse jetzt ihre migrationspolitischen Grundsätze aufgeben und sich in der Rhetorik der AfD anpassen, der liegt mindestens genauso falsch. Die Linke kann nur dann als sozialistische Partei stark werden, wenn sie unzweifelhaft die Rechte aller Lohnabhängigen und aller sozial Benachteiligten verteidigt. Vom Recht des Daimler-Arbeiters auf mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten, über das Recht von Mieterinnen und Mietern auf günstigen Wohnraum, bis zum Recht von Geflüchteten, nicht abgeschoben zu werden. Und die Kampagne, die jetzt im Parteivorstand diskutiert wird, zu den Themen Pflege und Wohnen einen Schwerpunkt darauf zu setzen, soziale Bewegungen mit anzustoßen, ist da sicherlich ein guter Ansatz. Die Erfahrung ist nur leider, dass solche Kampagnen oftmals von denjenigen, die die besten Möglichkeiten dazu hätten, den Parlamentsabgeordneten und ihren Fraktionsapparaten, gar nicht konsequent umgesetzt werden. Der Rassismus der AfD und die rassistische Politik der Regierung dienen zur Spaltung der Arbeiterklasse. Teile und herrsche heißt dieses altbewährte Prinzip, und wir als Sozialistinnen und Sozialisten müssen uns dem entgegenstellen und erklären, dass Spaltung immer uns alle schwächt. Und wenn jemand sagt, dass aufgrund der Ankunft von Geflüchteten jetzt Wohnraum knapp wird oder der Kampf um einen Kita-Platz schwerer wird, dann muss nicht unsere Antwort sein, dem nachzugeben, sondern dann muss unsere Antwort sein, diese Probleme haben nicht die Geflüchteten verursacht und sie bestanden schon vor 2015. Geld ist genug da, um sie zu beheben, und nur wenn alle Betroffenen gemeinsam kämpfen, können wir dieses Geld auch erreichen und Verbesserungen erkämpfen. Und zwar unabhängig von Nationalität, unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Religionszugehörigkeit. Wenn die Gewerkschaftsführung und die Linke solche Kämpfe auf breiter Front organisieren würden, dann würden viele Menschen direkt die Erfahrung machen, dass sie die gleichen sozialen Interessen wie migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter, Erwerbslose oder Geflüchtete haben. Dann würde erfahrbar werden, dass die Grenzen in dieser Gesellschaft eben zwischen oben und unten verlaufen und nicht zwischen den Nationalitäten oder den Hautfarben. Dann könnte auch diese unsägliche Ethnisierung von gesellschaftlichen Debatten etwas entgegengesetzt werden und die soziale Frage wieder dahin gerückt werden, wo sie hingehört, nämlich in den Mittelpunkt öffentlicher Debatten. Und wir als SAV-Mitglieder sind in der Linken
in Linksjugend, in Gewerkschaften, gemeinsam mit anderen, mit unseren Genossinnen und Genossen der antikapitalistischen Linken, des BAK, Revolutionäre Linke, im Jugendverband aktiv, um einen Beitrag dazu zu leisten, die kämpferischen und sozialistischen Kräfte in der Partei zu sammeln und eine weitere Rechtsverschiebung der Partei zu verhindern. Wir kämpfen auch für demokratische Strukturen in dieser Partei, unter anderem auch für Strukturen, in denen sich Parlamentsfraktionen und ihre Vorsitzenden nicht verselbstständigen, sondern in denen die Partei zu sagen hat, was an den Parlamentsfraktionen gemacht wird. Und wir kämpfen auch gegen die Ausgrenzung von marxistischen Kräften, wie sie gerade im Jugendverband versucht wird, von einigen Kräften, die bei dem in 2 Wochen anstehenden Bundeskongress einen Antrag formuliert haben, um eine Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft von SAV und Linksjugend Solid zu erreichen. Das ist ein hilfloser Versuch, einer politischen Debatte aus dem Weg zu gehen. Und ich kann den Genossinnen und Genossen nur sagen, das haben echt schon andere versucht und uns kriegt man nicht zum Schweigen. Yeah. Eine sozialdemokratische Partei, wir brauchen eine wirklich sozialistische Partei, die sich klar in Widerspruch zum Establishment aufstellt und die all ihre Kraft und Ressourcen in den Aufbau von Gegenwehr und von Selbstorganisation der betroffenen Menschen stellt. Und dazu leisten wir einen Beitrag in den Kämpfen für mehr Personal im Krankenhaus in vielen Städten, in den Streiks im öffentlichen Dienst, die jetzt in der Tarifrunde anstehen, bei Mieterbewegungen, im Kampf gegen Rassismus und die AfD. Aber wir machen mehr. Wir tragen in diese Bewegungen und Kämpfe sozialistische Perspektiven. Wir tragen die Idee hinein, dass ohne eine sozialistische Veränderung der Gesellschaft die Krisen, die Not, die Armut, die Kriege, der Klimawandel, die Diskriminierungen weitergehen werden. Und wir tragen die Idee da rein, dass wirkliche Demokratie tatsächlich nur sozialistisch geht, weil sie nicht am Betriebstor aufhören darf, wie das im Kapitalismus der Fall ist. Weil es keine Privilegien und horrenden Diäten für Volksvertreterinnen und Vertreter und Regierende geben darf. Weil es jederzeitige Wähl- und Abwählbarkeit geben muss. Und weil Staatsorgane, Polizei, Justiz demokratisiert werden müssen und demokratisch kontrolliert und verwaltet werden müssen. Und weil all das nur möglich ist, wenn die Macht der Banken und Konzerne gebrochen wird und wenn die Profitwirtschaft und Konkurrenz ersetzt wird durch Kooperation, durch demokratisches, öffentliches Eigentum und durch demokratische Planung der Wirtschaft und Gesellschaft. Und sagen manche, das sei utopisch. Und niemand von uns hier wird behaupten, dass das leicht zu erreichen ist. Aber was wirklich utopisch ist, ist zu glauben, es könne im Rahmen dieses kapitalistischen Systems Frieden, Gerechtigkeit oder Demokratie geben. Die Herrschenden wissen das auch und deshalb rüsten sie ihre Staatsorgane auf als Vorbereitung für zukünftige Massenbewegungen, die sich ihnen entgegenstellen werden. Oder sie starten wie die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ein Aussteigerprogramm für Linksextremisten. Und wir bieten euch ein Einsteigerprogramm für antikapitalistische Aktivität an. Mit unserer Aktivität in der Linken, in der Linksjugend, in den Gewerkschaften, mit unserer Organisation SAV. Ich denke, wenn dieser Kongress nur dazu führt, dass nur einer oder eine von euch nach diesen Diskussionen die Schlussfolgerung zieht, aktiv zu werden, dann hat er sich gelohnt. Ich bin sicher, dass es mehr als einer oder eine sein wird, die diese Schlussfolgerung ziehen wird. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, viele interessante und spannende Begegnungen, viele interessante Erkenntnisse. Und lasst uns nach diesem Wochenende auf den Straßen bei den Streikposten treffen, um den Kampf für eine Veränderung der Gesellschaft aufzusetzen. Danke.